Und? Habt ihr ein paar Interviews machen können? Warum versuchen Sie eigentlich das Elend der Leute hier auszunutzen und hier so eine PR-Masche zu machen? Tue ich nicht. Ich bin hier, weil es ein Krisengebiet ist. Ich wäre genauso nach Syrien geflogen oder nach Venezuela, weil mich das Ganze interessiert. Ich war in 25 Ländern und ich gucke mir gern die Gegenden an. Und wenn was Trauriges ist oder Brisantes oder wie auch immer, etwas, was die Welt bewegt, dann interessiert mich das natürlich auch. Ja, aber Sie und der Elsässer versuchen sich hier schon so als Retter in der Not zu inszenieren. Sie sind ja eindeutig politische Aktivisten. Es ist ja ein Laster von vielen. Ja, also der Herr Elsässer hat ja ein Laster jetzt hier hingebracht, der direkt Abnehmer gefunden hat von dem Lokal da hinten und von anderen Betroffenen. Und ich filme das natürlich gerne. Und ein paar Abzieher müssen noch da nach oben gebracht werden, aber ich habe denjenigen eben nicht mehr gefunden, um die Keller und alles sauber zu machen. Also wo das Elend ist, sind die Rechten auch nicht weit. Die Reichen? Die Rechten. Die Rechten. Die Aufrechten oder welche Rechten jetzt? Die Rechtsextremen. Nee, Rechtsextrem würde ich jetzt nicht sagen. Weil Extrem ist immer sowas, was in Gewalt übergeht. Und ich bin gegen jede Art von Extremismus. Aber Sie schämen sich gar nicht, ne? Dass Sie hier... Schämen Sie sich, dass Sie für ein Bill Gates Blatt schreiben? Bill Gates hat wie viel Geld nochmal gespendet an Sie? Der Sponsor vom Spiegel ist ja Bill Gates. Ne? Schämen Sie sich? Schönen Tag. Großkapitalist. Okay, das war das Interview mit dem Spiegel. Und natürlich, sobald man die wichtigen, knackigen Fragen stellt, da blocken die ab und sagen, schönen Tag noch. Aber so kennt man den Spiegel. Traurig, dass der Spiegel hier diesen Krisenort instrumentalisiert, um gegen Helfer zu hetzen. Das ist der kommunistische Spiegel. Traurig, aber wahr.